Hey Leute, was geht? Karskrafter hier und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Sky Factory 4. Ich befinde mich gerade auf meiner Hauptinsel und hier hinten war gerade ein Schwein in der Wand. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch sieht. Nee, ich glaube nicht mehr. Das Schwein ist verschwunden. Da ist es, da ist es. Sieht man's? Nein, jetzt ist es wieder weg. Egal, jedenfalls war es gerade da. Okay, für heute haben wir noch einen kleinen Zwischenschritt vor. Wir haben ja gestern schon unseren Reaktor gebaut und heute wollen wir praktisch alles für den finalen Start vom Reaktor vorbereiten. Es wird aber nicht nur langweilige Vorbereitung, sondern etwas anderes ziemlich Cooles von unserem ME-System. Das Doofe an Lost Cities ist nämlich, dass wir dort kein ME-System haben und ich immer hier rüber gehen muss. Und wenn ich einen Zeitraffer machen will, dann mag die Replay-Mod das absolut nicht. Das heißt, die Dateien sind kaputt, wenn ich die Dimension verlasse. Und deswegen bauen wir uns heute eine Quantum Bridge. Und zwar eine richtig geile Quantum Bridge. Das ist dieses Ding hier. Und mit dieser Quantum Bridge kann man praktisch das ME-System dimensionsübergreifend verlinken. Das heißt, wir können ein ME-System hier haben und genau das gleiche in einer anderen Dimension auch und können dann da eben darauf zugreifen. Das sieht nicht nur super cool aus, sondern ist auch noch super hilfreich. Deswegen wollen wir das jetzt natürlich machen. Dafür brauchen wir 16 von den ME-Quantum Ringen und 2 von den ME-Quantum Link Chambern sowie eine Quantum Singularity. Und die müssen wir auch gleich noch machen. Das sollte sogar unsere erste Sache sein. To create, drop one Singularity and one Ender Dust and cause an explosion. Genau, und die Singularity, das ist dieses Ding hier. Die wollen wir jetzt herstellen. Dafür brauchen wir den Matter Condenser und eine 64k ME Storage Ding. Und dann werfen wir einfach Items von zum Beispiel einem Cobblestone Generator rein. Und dann kriegen wir eine Singularität. Gibt es ja auch noch ganz viele andere hiervon. Aber das sind nicht die Dinge, die wir haben wollen, sondern wir wollen natürlich, oh Gott, Hilfe, Singularity. Wir wollen die von Applied Energistics. Das heißt, wir machen uns erstmal den Meta-Kondenser, dafür brauchen wir noch Fluix Dust. Zum Glück können wir uns den Autocraften. Mittlerweile können wir echt viele Sachen autocraften. Das ist ziemlich cool. Das ist wirklich eine der besten Sachen, die man irgendwann haben kann in einem Modpack, dass man einfach hingeht und sagt, okay, das hätte ich jetzt gerne und fertig. Genauso wie wir jetzt einfach hingehen können und sagen, ich hätte gerne eine 64k Storage. Klicken hier auf Start, der fängt hier an zu craften und 0, nix ist das ganze Ding fertig. Ich hoffe es auf jeden Fall. Des Weiteren haben wir hier irgendwo einen, genau, Cobblestone Generator, perfekto. Und dann brauchen wir, glaube ich, nur noch ein E-Kabel oder sowas in der Art und dann sind wir basically schon fertig. So, das Ding braucht noch einen ganz kurzen Moment. Und dann können wir uns die fertige 64k Storage rausnehmen. Ausgezeichnet. Und mit diesem Ding gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz nach hier unten. So, und stellen mal den Metakondenser auf. Dann stellen wir hier auf die Singularity. Das ist sehr wichtig. Es gibt drei verschiedene Modi hier. Dann stellen wir den Cobblestone Generator. Ups, den Cobblestone Generator stellen wir hier unten drunter. Und dann legen wir hier noch unsere Ding rein. Und dann sollten wir hier gleich schon sehen, dass die Items hoffentlich genau aufgeladen werden. Da sind wir. 256.000 brauchen wir davon. Das ist natürlich schon eine Ansage. Also ist nicht gerade sehr wenig. Ich frage mich, ob wir das vielleicht sogar noch schneller irgendwie lösen können. Wir haben natürlich ein paar Items, von denen wir über 250.000 haben. Zum Beispiel diese Mineral Berries. Also theoretisch könnten wir auch einfach einen Exporter nehmen. Haben wir jetzt gerade nicht hier. Aber wir könnten einen Exporter nehmen und einfach die Mineral Berries hier rein exportieren. Es muss nicht dasselbe Item sein. Das heißt, wir können irgendwas da reinpacken. Einfach irgendeinen Müll. Oder wir könnten einfach noch mehr von den Cobblestone Generatoren anschließen und die dann irgendwie da reinpumpen. Das wäre vielleicht auch eine Option, ne? Okay, aber ich meine, der Cobblestone Generator ist schon ziemlich krass. Deswegen, wir nehmen jetzt erstmal den Expo-Bus und füllen das Ganze auf. Und dann sollten wir das, glaube ich, auch schnell haben. Wieso habe ich das Ding eigentlich noch nicht im Autocrafting? Sehr mysteriös. Das sollten wir eigentlich schon längst da drin haben. Core. Wir brauchen einen Formation Core. Machen wir davon mal 10 Stück. So, zack. Und dann brauchen wir einen Piston mit dazu. So, dann nehmen wir einen Export-Bus. Die Karten nehmen wir auch gleich mit raus. Dann haben wir hier den nächsten. Sehr schön. Und ME Glass Cable können auch nicht schaden. Die Mineral Berries ebenfalls nicht. Und dann packen wir das ganze Zeug einfach hier rein, bis wir 256.000 davon haben. Dann, oh, das einzige Item, von dem wir über... Nee, die Crystal Chunks haben wir auch. Okay. Denn das Motto ist ja nach wie vor, wie immer, unter einer Million geht nichts. Deswegen wäre es doof, wenn ich jetzt das einzige Item, von dem wir über eine Million haben, hier verschwenden würde. Aber wir haben zum Glück noch von mehr als dem Items über eine Million. So, Mineral Berry, Mineral Berry und Mineral Berry. Und jetzt sollte das hier, glaube ich, relativ fix gehen. Ja, jetzt kriegen wir so 100 pro Sekunde ungefähr oder sogar noch schneller 100 pro Tick. Einfach nur zack, 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 zack. Und dann füllt er das Ganze natürlich ziemlich schnell auf. Wir können sogar hier noch einen mit dazu machen. Guck mal an. Zack, das hier mit da rein, Mineral Berries mit dazu. Und jetzt kriegen wir, ja, also das Ding rennt auf jeden Fall. Das ist gut. Dann lassen wir das mal ganz kurz rennen und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die weiteren Sachen für die Quantum Bridge.
Das heißt, wir wollen erstmal eine Energy Cell autocraften und ich glaube, dafür haben wir auch alles mit am Start. Yes, das sieht super aus. Das heißt, die Quantum Bridge können wir damit auch schon komplett autocraften, sobald wir das Rezept hier irgendwo reinlegen. Molecular Assembler legen wir hier rein und dann haben wir hier die Quantum Bridge mit am Start. Hallöchen. Nein, will er nicht? Wieso will er die denn nicht? Ich habe doch gerade das Rezept dafür gemacht. Oder etwa nicht. Crafts One Energy Cell. Quantum. Normalerweise kann er das Rezept dann direkt machen. Aber vielleicht gibt es da irgendein Problem mit der Energie. Na, dann bestellen wir uns aber ganz kurz eine von den Energy Cells. Die haben wir hier. Zack, Start. There we go. Und dann können wir die hier drüben gleich rausholen, wenn die fertig ist. Energy Cell. Da haben wir sie. Die ist zwar gefüllt mit Energie, aber ist überhaupt nicht schlimm. Machen wir das hier einfach. All Dictionaries an. Das heißt, das sollte, glaube ich, egal sein, ob die gefüllt sind oder nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall. Gucken wir gleich mal. Dann haben wir das Ding. Und jetzt brauchen wir mit dazu noch den Quantum Link Chamber. Und dafür brauchen wir eine Flux Pearl. Ich glaube, die können wir nicht unbedingt autocraften. Nope. Das heißt, das müssen wir auch nochmal ganz kurz mit einstellen. Aber geht ja auch 0, nichts. So, und dann haben wir gleich... Haben wir Enderperlen eigentlich noch? Also hier drin haben wir keine, aber da sehen wir die auch nicht. 500 Stück. Und was haben wir die bekommen? Mit was habe ich die... Ach ja, genau. Ich weiß, womit wir die gemacht haben. Okay, aber... die haben wir jetzt nicht mehr. Das ist so ein kleines Problem davon. Okay, jetzt wird das Rezept hier auch angezeigt. Sehr gut. Okay. Dann können wir jetzt, glaube ich, die Sachen bestellen. Das heißt, wir wollen 16 Stück hiervon haben. Wie schon gesagt, klicken wir auf Start. Das sollte alles funktionieren. Perfekt. Und dann mit dazu noch unser Quantum Link Chamber. Davon wollen wir 2 Stück. Das ist das Herz von diesem Ding. Und dann haben wir praktisch schon mal alles fertig dafür. Grandios. Dann brauchen wir jetzt gleich nur noch ein bisschen Flügstast oder eine Enderpearl und ein Tiny TNT. Und dann sind wir wirklich ready to go. Denn für die Singularity selbst, also wir haben ja die Singularity und die machen wir zu einer Quantum Entangled Singularity. Und dabei machen wir das mit Enderdust auf dem Boden. Enderdust haben wir gerade nicht am Start, aber können wir uns auch ganz schnell bauen. Und das lassen wir dann einfach explodieren mit Hilfe von Tiny TNT. Enriching Factory? Nein. Crushing? Nein. Smelting? Ja, sehr gut, okay. Und dann haben wir hier die Singularity. Brauchen wir dafür Tiny TNT? Cause of an Explosion. Okay, aber ich glaube, wir benutzen trotzdem Tiny TNT. Machen wir das einfach so. Dafür brauchen wir noch Crushed Quartz. Heute sind wir wirklich im Speed-Modus, habe ich das Gefühl. Zumindest kommt es mir gerade so vor, als wäre ich schnell. Okay, so, Tiny TNT haben wir heute am Start, dann brauchen wir noch eine Redstone, Torch oder sowas in Art. Und die ganzen anderen Quantum-Sachen, die craften gerade noch. Okay, mit was hat er jetzt ein Problem? Mit den Energy Cells? Wahrscheinlich hat er mit den Energy Cells ein Problem, ne? Warum sagt er mir, 15 Stück davon stored, wenn wir wirklich nur eine haben? Wir kennen mal ganz kurz das Rezept hiervon und gucken, wie viel wir dann haben. Ne, wir haben tatsächlich 16 Stück, okay. Aber dann ist wahrscheinlich wirklich das Problem, dass wir dafür, warte, wir machen ganz kurz das Wireless Charging aus, dass er mit der Energie nicht klarkommt. So, Wireless Charging disabled. Wieder etwas dazugelernt, falls ihr das noch nicht wusstet. Denn wir haben jetzt gerade im Rezept praktisch eine Energy Cell benutzt, die volle Energie hat. Das war hier drin, ich glaube in dem, ne? Ja. Genau, hier hat die Energy Cell nämlich 200.000 AE und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen machen wir Wireless Charging aus und dann bleibt die auch leer bei uns im Inventar. Dann tauschen wir das Ganze hier aus, legen die wieder rein, encoden das Ganze neu und dann sollte er, glaube ich, damit klarkommen, wenn wir das hier bauen. Haben wir auch reingelegt. Yes, super. Und dann haben wir hier unser Quantum. Einen haben wir schon, das heißt, wir brauchen noch 15 Stück. Zack, Start und there we go. Jetzt sollte er, glaube ich, craften. Jawohl, sehr schön. Okay, also, kleine Problemlösung, falls ihr das noch nicht wusstet. Jetzt wisst ihr es hoffentlich. Tiny Tin haben wir auch mit am Start. Ender Dust. Okay, das heißt, jetzt müssen wir wirklich nur noch warten, bis unsere Singularity hier unter unserer Base fertig ist. Und dann haben wir, glaube ich, wirklich alles soweit fertig. Bin gespannt, wie viel er davon hat. Oh, mehr als die Hälfte hat er schon geschafft. Das ging... Oh, der hat sogar schon eine fertig. Eieieiei. Okay, gut, dann bauen wir dich... Obwohl, wir können ihn einfach laufen lassen mit dem Cobblestone Generator eigentlich, ne? Das schadet ja nicht. Also wir machen einfach mal die Sachen hier trotzdem natürlich weg. So. Und dich machen wir auch ganz kurz weg und ersetzen dich sofort wieder. Bada bing. Genau. Dann lassen wir das Ding einfach weiterlaufen und dann haben wir unsere Singularities. Irgendwann kriegen wir aber wieder welche. Das schadet ja nicht. So. Singularity zusammen mit ein bisschen Enderdust und Tiny TNT. Und dann macht es einfach mal ganz kurz Kaboomsk. Und Piu. Yay! Oh, das hat tatsächlich sehr viel kaputt gemacht. Mehr als ich erwartet habe. Verdammt. Nehmen wir so ein bisschen Dirt und machen das ganz schnell wieder schön. Aber was ihr jetzt gerade gesehen habt, durch diese Mini-Explosion wurde ein paar von Singularities
kreiert. Das heißt, diese beiden hier, die Quantum Entangled Singularity, die zählen jetzt zusammen, die sind miteinander verbunden und dementsprechend wissen die, wo sie auch zusammen hingehören. Und jetzt können wir einfach unseren Quantum Ring aufbauen. Das Problem ist halt, ich habe hier nicht unbedingt den schönsten Platz dafür. Wir könnten ihn vielleicht hier oben hinbauen. Das würde schon cool aussehen. Aber dann müssen wir halt auch einen Channel hier reinbekommen. Und das können wir nicht so easy. Deswegen, wir bauen das erstmal hier unten ran und machen das später. Ja, später wie immer. Später ein bisschen schöner. Aber jetzt bauen wir erstmal den Frame. Den machen wir so. 8 Blöcke im Kreis. Und dann kommt da rein der Quantum Link Chamber. Und zack, jetzt verbindet sich das Ganze schon zu einer ziemlich coolen Struktur, wie ihr sehen könnt. Und in die Mitte, in diesen Quantum Link Chamber, legen wir jetzt eine von unseren Quantum Entangled Singularities. Und dann haben wir das Linking dafür schon abgeschlossen. Die mittleren Blöcke sind immer für Energie und für Channel. Normalerweise können wir noch Channel drüber leiten, aber da Channel keine Rolle spielen, wollen wir einfach nur, dass das Ding mit unserem ME-System verbunden ist. Und jetzt düsen wir wieder nach drüben. Allerdings nehmen wir uns ganz kurz einen Energy Acceptor nochmal mit. Denn die Quantum Bridge braucht auch Strom. Und damit sie diese bekommt, benutzen wir einen Energy Acceptor mit ein bisschen Quarzglas und mit ein bisschen Fluix Crystal. Was braucht man dafür? Einen Pure oder einen normalen? Wahrscheinlich einen normalen, ne? War das so? Early Game ist das Ding normalerweise. Energy Acceptor. Genau, da sind wir. Dann haben wir das Ding mit am Start. Und eigentlich wäre ein Flux Point auch nochmal ziemlich cool. Wir haben sogar noch einen. Cool, wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, wir haben noch Plugs. Können wir davon eigentlich mittlerweile mal mehr bauen wieder? Da bräuchten wir noch Eye of Ender. Wir bräuchten auch dringend eigentlich mal eine Mob-Falle, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Blaze-Zeug ich habe. Ja, sehr limitiert. Deswegen, ja, eine Mob-Falle wäre eigentlich schon mal sinnvoll. Oder zumindest irgendwelche Sachen für die Deep-Mob-Learning-Sachen, damit wir das darüber machen können. So, haben wir wieder ein paar Flux-Points mit am Start. Und mit denen können wir jetzt hier rüber gehen in die Lost Cities Dimension. Und das dann da drüben aufstellen. Ich habe auch mein Portal endlich mal umgesetzt, damit hier smooth rein und raus gehen kann. Und natürlich ist mal wieder Nacht. Die Fragen aller Fragen ist es natürlich nur noch, wo wir das im E-System später komplett hinbauen. Jetzt können wir es erstmal wieder ein bisschen provisorisch hinsetzen und das ist eigentlich relativ egal. Aber für später wäre es natürlich schon cool, wenn wir dafür einen richtigen Platz hätten. Aber aufgebaut wird es genauso wie da drüben, die Singularity in die Mitte. Und jetzt braucht das Ding, wie gesagt, nur noch einmal ein bisschen Strom. Das heißt, wir geben ihm mal ganz kurz einen Fluxpoint. Zack, there we go. Und dann machen wir das hier dran. Hier oben. Da hat es ein bisschen mehr Sinn. Und jetzt haben wir eigentlich schon Zugriff auf unser System. Das Problem ist nur, dass wir kein Terminal oder sowas haben. Das sollte man natürlich auch noch mitnehmen. Das wäre sehr sinnvoll gewesen. Habe ich nicht dran gedacht. Und mit dazu wäre natürlich Wireless auch noch absolut super. Das heißt, da kümmern wir uns auch gleich mal. Ich nehme den hier einfach mal mit, weil wir den eh nie benutzen. Zerstöre ich einfach mein Haus, statt mir einen neuen zu craften. Aber hey, was soll's. Genau. Und dann können wir mit dem jetzt wieder zurück in die andere Dimension. Ja, eigentlich hätten wir jetzt schon einen neuen craften müssen. Ne? Das war jetzt nicht unbedingt die beste Art hier. So, aber wir haben hier unser Ding. Das heißt, wir verbinden mal ganz kurz, machen hier unsere Terminal dran und tada, da sind wir. Hier sind unsere ganzen Items. Und jetzt können wir eben hier drauf zugreifen. Wenn wir jetzt noch ein Wireless-System hier hinbauen, dann können wir das Ganze eben auch noch über... Eigentlich könnten wir das Ding sogar hier drunter setzen, oder? Dann wäre es wenigstens ein bisschen schöner. Nicht ganz so super ugly, wie es jetzt gerade ist. Das heißt, mal ganz kurz den Point hier mit dazu, so, dich hier oben drauf und fertig. Dann haben wir die ganzen Sachen nämlich hier mit am Start. Warum sind jetzt meine Berries weg? Meine Berries? Ja, mysteriös. Silicon, warum sind die Berries nicht da? Oh, ist das vielleicht, weil die... Ist da irgendwas nicht geladen? Kann das sein? Also entweder ist irgendwas nicht geladen oder wir brauchen wieder unendlich viel Energie für unser System. 3 Millionen F! What? Ah nee, das ist dort. Okay, okay, okay. Boah, ich dachte gerade, das wäre insane gewesen. Okay, ne, das ist unser Ding hier unten. 25.000, das geht noch eigentlich voll klar. Das ist, glaube ich, sogar weniger geworden. Ich frage mich nur, warum wir unsere Berries nicht hier mit am Start haben. Fehlt noch was anderes oder wirklich nur diese Sachen hier? Mysteriös. Okay, naja, aber unsere Autocrafting-Sachen, die haben wir alle mit am Start, okay. Naja. Gut, dann lassen wir das erstmal und gucken, was sich hier noch so tut. Das heißt, wir haben jetzt schon mal eine Quantum Bridge drüben. Wir können das natürlich noch Wireless machen. Das wäre absolut grandios, wenn wir das auch noch mit hinbekommen. Kegulation, Wireless Receiver wollen wir eigentlich nur noch haben. Machen wir mal ganz kurz auf Craftable und craften uns eine davon. Und wir craften uns... Oh, ich weiß nicht mehr, welcher Prozessor das war. Kegulation. Ja, hoffentlich. Sort und Craftable, genau. Und dann wollen wir die Wireless-Geschichten hier haben. Oh yes, Calculation war richtig. Grandios. Dann aber das Ding mit am Start, zusammen mit dem.
und ein Wireless Access brauchen wir nicht. Wir bräuchten aber eigentlich noch Wireless Booster. Das wäre halt absolut GG, wenn wir die bekommen würden. Machen wir vielleicht ins Auto-Crafting. Jetzt packen wir dich erstmal hier oben mit drauf. So, und dann sollten wir eigentlich schon, yes, Zugriff hier drauf haben. Aber halt mit unglaublich geringer Reichweite, oder? Was hast du jetzt gerade? 16 Meter, also 16 Blöcke. Bis hier hinten soll es nicht gehen. Ja. Aber wir brauchen ja wirklich nicht viele von den Wireless Boostern, bis wir da sind. Oh Gott, diese Creeper hier unten sind echt auch ein bisschen... Hilfe, mysteriös. Da müssen wir dringend mal ausleuchten. Könnten wir mit Astro Sorcery machen, ne? Das wäre eigentlich eine ziemlich gute Idee. Es gibt von Astro Sorcery so einen Cave Illuminator, ist der, glaube ich, genau. Cave Illuminator. Und der leuchtet einfach alles in der Umgebung aus. Einfach so, ohne irgendwas. Wäre eigentlich eine ziemlich coole Idee. Aber mal gucken, ob wir das noch machen. Ich denke schon. Wäre, glaube ich, lohnenswert. So, jetzt würde ich gerade ganz kurz, genau, nochmal die Wireless Boosting Cards machen. So, jetzt können wir uns einfach Wireless Booster Cards bauen. Ich glaube, ganz so viele brauchen wir gar nicht. Das ist schon mehr als genug. Und jetzt gucken wir nochmal, wie viel Energie wir verbrauchen. 40.000, ist so viel, Mann. Okay, aber mal ganz zu gucken, wenn wir bis hier drüben hinkommen, dann ist alles locker easy. Okay, das reicht auch. Jetzt sind auch Items wieder hier. Komisch. Also vielleicht liegt das wirklich an Chunk Loading. Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, so haben wir 197. Was hat das Ding wohl für einen Durchmesser? Haben wir nicht einen Tape Measure? Wir haben doch bestimmt einen Tape Measure, oder? Ja. So, dann stellen wir dich mal ganz kurz auf Block. Und dann messen wir einfach mal die Distanz von dem Block hier. Okay, der will nicht gemessen werden. Messen wir die Distanz von dem Block hier. So, zack. Bis hier rüber und dann wissen wir, was für ein Radius wir haben. Kommen wir bis hier hin und das sind 69 Blöcke. Okay, habe ich auch den richtigen genommen? Ja, sieht so aus. Cool. Das heißt, wir können hier definitiv ein bisschen was rausnehmen. Das sollte reichen, 80 Blöcke sogar schon. Ich denke mal, obwohl, hier haben wir dann ein bisschen mehr, ne? Ja, hier sollten wir vielleicht bis hierhin kommen. Ja, okay. Also weil das Ding ja so 10, 20 Blöcke weiter hinten steht. Ich weiß nicht genau, wie viel. Aber legen wir hier einfach nochmal so 8 Stück mit dazu. Dann haben wir 133 und das sollte... 133? Sekunde. Ich habe ja gar nichts dazugelegt, basically, oder? Warte. Wenn wir jetzt nochmal den Punkt hier einfach nehmen und hier rüber gehen, dann wissen wir, wie weit wir gehen. Dafür ist das Save Measure echt cool. Also ist das so generell ziemlich cool. Das sind 85. Okay, also jetzt kriegen wir wirklich auch wahrscheinlich hier ganz am Ende unser wildes Signal. Yes! Grandios. Okay, das heißt, jetzt haben wir wirklich hier drüben unser System alles vorbereitet und bis zur nächsten Folge können wir uns dann endlich darum kümmern, den Reaktor in Betrieb zu nehmen, denn mir ging es einfach nur darum, dass ich mein System hier drüben habe, weil ich euch einen coolen Zeitraffer zeigen will, wie ich das hier umbaue und das funktioniert nicht, wenn ich immer zwischen Dimensionen hin und her wechsle, das mag die Replay-Mod nicht so gerne, deswegen haben wir jetzt hier eine Quantum Bridge und dann können wir die ganze Zeit hier bleiben, hier alles craften und machen, was wir wollen und dann eben... die Tower neu umstellen, unsere Pumpen wieder aufstellen, hier drüben nochmal Tower mit dazu, die Anlage komplett fertig bauen, das in einem coolen Zeitraffer und dann können wir den Reaktor in Betrieb nehmen. Das aber alles in der nächsten Folge, also morgen, schaltet also definitiv ein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst super gerne eine Bewertung da, wir machen auch unseren Laser gerade mal wieder aus und ansonsten sehen wir uns morgen wieder, also da rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann, tschüss!